Erklärungen gibt er gegenüber der verbündeten und fast bankrotten DDR noch Anfang Februar 1990 ab. Dabei hat er wenige Tage zuvor heimlich den Weg freigemacht für die Wiedervereinigung. Öffentlich klingt alles noch wie gehabt. Sind die Ausgangspunkte für mich klar und eindeutig? Es gibt zwei deutsche Staaten. Gorbatschow hat keinerlei schlüssiges Konzept im Herbst und im Winter 1989-90 gehabt. Die Sowjetunion ist der Entwicklung immer nur hinterhergelaufen und Gorbatschow hat dann wohl realisiert, wenn er eine Position nicht mehr halten konnte. In diesem Gebäude in Moskau, im Gebäude des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, fällt die Entscheidung für die deutsche Einheit. Gorbatschow ruft seinen engsten Kreis zusammen und bittet die Vertrauten in seinem Büro im 6. Stock. Es ist Freitag, der 26. Januar 1990. Es war klar, die Bundesrepublik sollte ein starker wirtschaftlicher Partner werden. Und uns war auch klar, dass wir die Einheit nicht mehr aufhalten können, die ja faktisch im Gange war. In Deutschland gab es ja schon eine echte Volksbewegung für die Vereinigung. Es wird ein historischer Tag für die Deutschen werden. Für die Russen wird es unter anderem um dringend benötigte Lebensmittelhilfe gehen. Die deutsche Frage wird weltweit seit Monaten diskutiert. In der sowjetischen Öffentlichkeit ist sie eher ein Nebenthema. Lächeln für die Kameras, aber Gorbatschow und sein Außenminister Schewardnadze steht innenpolitisch das Wasser bis zum Hals. Was die Deutschen im Kreml hören, ist eine Weltsensation. Wenige Kilometer sind es bis zum Pressezentrum des sowjetischen Außenministeriums, wo sie vor die Journalisten treten werden. Genau dort, wo Egon Krenz 3 Monate zuvor die Wiedervereinigung ausgeschlossen und die Mauer in Berlin rechtfertigt hatte. Das können wir heute sagen, ja. Sehr gut. Das kann man heute sagen. Die Lebens wissen wir nicht zu sagen. Ich habe heute Abend an alle Deutschen eine einzige Botschaft zu überbringen. Generalsekretär Gorbatschow und ich stimmen darin überein, dass es das alleinige Recht des deutschen Volkes ist, die Entscheidung zu treffen, ob es in einem Staat zusammenleben will. Ich war ja dabei und musste ja dieses Gespräch mitnotieren. Als er diese Aussage machte, lief mir wirklich ein Schauer über den Rücken, weil ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich dachte, in dem Augenblick, jetzt vollzieht sich Geschichte, sensationell. Und ich habe dem Bundeskanzler zugeflüstert, er soll dafür sorgen, dass Gorbatschow diese Aussage wiederholt. Weil es ging ja darum, jedes Wort festzuhalten, präzise festzuhalten, um kein Missverständnis zu haben. Und Gorbatschow hat es wiederholt. Ich denke, das ist ein Tag beim Rückzug aus Moskau, der uns allen gedenkt. Für mich ist dieses Jahr auch ein guter Tag. Auf Deutschland. Natürlich haben wir uns, und nicht nur wir uns, nachher alle gefragt, wie kam es zu diesem Wechsel der Position bei Gorbatschow, der noch im Dezember sich gegen die Vereinigung aussprach. Und ein entscheidender Punkt dürfte gewesen sein, als dort in den Demonstrationen nicht mehr von wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk die Rede war. Und ich meine, dass das im Grunde einem sehr elementaren historischen Verständnis der Russen entsprach. Die hielten nämlich nichts von der Teilbarkeit von Nationen. Nationen aufzulösen und zu sagen, da gibt es eine sozialistische und eine nicht-sozialistische Nation, ist ihrem innersten Wesen, wie sie sich selbst als Nation verstehen, völlig fremd.
Juri Wladimirow ist 20 Jahre jung, als er sein Studium abbrechen muss, um gegen die anrückende deutsche Wehrmacht zu kämpfen, die im Herbst 1941 vor die Tore Moskaus vordringt. Später wird er nach Charkow abkommandiert, gerät dort 1942 in deutsche Gefangenschaft, schuftet zeitweise in einem Steinbruch bei Kamenz in Sachsen. Nun, meine Generation verlässt diese Welt leider nach und nach, aber so ist das Leben. Ich denke, wir waren damals etwas zwiegespalten wegen der Wiedervereinigung, aber irgendwie waren wir schon der Meinung, Deutschland gehöre zusammen. Aber es sollte nichts zu unserem Schaden entschieden werden. Es war ein Fehler Gorbatschows, dass er sich keine Garantie hat geben lassen, dass die NATO sich nicht in unsere Richtung ausbreitet, jetzt auch nach Polen und so weiter. Die Sowjetunion versucht alles, die NATO-Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands zu verhindern. So mit der Forderung einer Neutralität oder dem unschlüssigen Vorschlag, sich beiden Militärblöcken anzuschließen. Auf der Sicherheitskonferenz in Ottawa Mitte Februar 1990 bringt Außenminister Schewardnadse die unrealistische Idee ein, in ganz Europa, in Kanada, in den USA ein Referendum über diese Frage abzuhalten. Die entscheidende internationale politische Frage auf dem Weg zur deutschen Einheit war die Frage der Bündniszugehörigkeit, sprich der NATO-Mitgliedschaft des vereinten Deutschlands. Dem hat sich die sowjetische Führung zunächst entschieden widersetzt und dann hat Gorbatschow plötzlich zugestimmt. Im eigenen Land erreicht Gorbatschow den vorläufigen Tiefpunkt seiner Popularität. Bei den Feierlichkeiten zum 1. Mai, die er immer noch in alter Sowjetmanier abhält, wird Gorbatschow ausgebuht. Rücktritt, Rücktritt und Schande, Schande. Das Politbüro muss gedemütigt das Lenin-Mausoleum verlassen. Moskau braucht dringend weiteres Geld. Also Anfang Mai 1990 kam Außenminister Schewardnadse nach Bonn und hatte ein Gespräch mit dem Bundeskanzler. Und bei diesem Gespräch hat er darum gebeten, dass die Sowjetunion einen Kredit in Höhe von 5 Milliarden erhalte. Und das war deshalb für ihn eine vertrauliche Angelegenheit, weil die Sowjetunion, wenn sie diesen Kredit nicht bekommen hätte, Ende Juni 1990 zahlungsunfähig gewesen wäre. Das heißt, die große Sowjetunion, die Weltmacht, hätte keine internationalen Kredite mehr bekommen. Das letzte Pfand gibt Gorbatschow in Washington her. Hier räumt er den Deutschen das erste Mal grundsätzlich das Recht ein, ihre Bündniszugehörigkeit selbst zu entscheiden. Auch wenn er bei der Abschlusspressekonferenz das so nicht deutlich sagt. Ich bestehe nicht auf einer sowjetischen Lösung. Es muss auch keine amerikanische sein. Ich habe betont, dass der lang gehegte Wunsch der Deutschen, in Einheit zu leben, rasch erfüllt werden sollte. Wir sind der Meinung, dass das Vereinigte Deutschland der NATO angehören sollte. Präsident Gorbatschow hat sich klar dagegen ausgesprochen. Wir stimmen aber darüber ein, dass die Deutschen entsprechend der Schlussakte von Helsinki das Recht haben, diese Frage selbst zu entscheiden. In Deutschland wirkt bis heute diese eigentümliche Gorbi-Manie der späten 80er Jahre nach. Es ist ja eigentümlich. In dem Moment, als der sowjetische Führer am schwächsten war, wurde er im Westen am populärsten, am allermeisten in Deutschland. Dieses wirkt bis heute nach, wobei wir in Deutschland ein durchaus verzerrtes Bild von Gorbatschow und vor allen Dingen von seinen Absichten haben. Дальше туда, до 4000, а еще дальше к Эльбрусу. Вот это. Und dahinter werden es dann 4000 Meter. Im südrussischen Aarhus im Kaukasus, in der Heimat Gorbatschows, bekommen nun die Deutschen selbst die Zusage von der Sowjetunion, dass sie ihr Bündnis selbst wählen dürfen. Geregelt wird unter anderem der Abzug der sowjetischen Truppen in der DDR, der bis 1994 abgeschlossen sein soll, und die Gesamtkosten für den Abzug, die Deutschland zu zahlen hat. Das Finale, wieder Moskau. Die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges geben Deutschland die volle Souveränität zurück.
Der 3. Oktober 1990 wird als Tag der Einheit festgelegt. Zu feiern gibt es für Gorbatschow wenig. Er ist sichtbar angespannt. Er hat inzwischen viele innenpolitische Gegner, die ihn entmachten wollen. Zeitgleich steht die Bevölkerung Schlange vor Läden, in denen es so gut wie nichts zu kaufen gibt. Gegen Ende des Jahres 1990 werden die deutschen Lebensmittelpakete in die Sowjetunion schicken. War es die schiere wirtschaftliche Not, die die Einheit befördert hat? Welche Absichten hatte Gorbatschow? Mich haben der Mauerfall und die Entwicklung nicht erstaunt. Wir wussten, dass die Frage bald gelöst werden würde und man sie nicht aufschieben konnte. Alles andere wäre eine Missachtung der deutschen Nation gewesen. Wir mussten unsere Politik ändern und solche Entscheidungen zu treffen, war nicht einfach. Gorbatschow macht es einem schwer, ihn einzuschätzen, nicht zuletzt eben dadurch, dass er sehr unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten gesagt hat, aber auch zur gleichen Zeit sehr unterschiedliche Dinge oft gesagt hat. Ich bewundere an Gorbatschow die Fähigkeit zu lernen. Und auch im Laufe seiner Amtszeit von 85 bis 91 ist er einen weiten Weg gegangen, einen weiten Weg, der ihn geführt hat von der Vorstellung, der Sozialismus ist das Beste, bis hin zu der Überzeugung, man kann Menschen gegen ihren Willen nicht dazu zwingen, gute Sozialisten zu sein. Wenn sie keine guten Sozialisten mehr sein wollen, dann muss man sie in die Freiheit entlassen. Eineinhalb Jahre nach dem Mauerfall und ein halbes Jahr nach der deutschen Einheit veröffentlichten die Scorpions ihren Song Wind of Change. Dass im Nachhinein der unzutreffende Eindruck entstand, das Lied habe die friedliche Revolution begleitet, liegt auch daran, dass die Bilder des Mauerfalls für das Musikvideo verwendet wurden. Aber erst 1991 wurde das Lied ein Hit, auch in der Sowjetunion, wo Gorbatschow die Band am Ende des Jahres empfing. Wind of Change, der Wind des Wandels. Gorbatschow wollte neuen Wind für das sowjetische Imperium, als er 1985 an die Macht kam. Aber er wollte keinen Sturm entfachen, der den gesamten Ostblock und somit auch die DDR untergehen ließ. Er war ein Reformer, der völlig andere Absichten hatte. Die Stärkung des Sozialismus, die Stärkung des Ostblocks waren seine erklärten Ziele. Viele in Deutschland sehen in ihm immer noch den großen Reformer, der Demokratie im westlichen Sinne anstrebte. Er kämpfte aber für die DDR, solange es ging. Die deutsche Einheit hat er eigentlich nicht gewollt. Gorbatschow musste widerstrebend eine Position nach der anderen räumen. Die Macht des Faktischen zwang ihn dazu und sicherlich auch der Niedergang und die Hilfsbedürftigkeit des eigenen Landes. Und dennoch, er war es, wenn auch ungewollt, der den Boden mitbereitete für die Revolution in der DDR, von der er bis zuletzt hoffte, sie würde sich im Sinne des Sozialismus erneuern. Sein historischer Verdienst ist, dass er, als er die Kontrolle über das Imperium verlor, auf den Einsatz von militärischer Gewalt verzichtete, um die Entwicklung zu stoppen oder umzukehren.